Hallo, Servus und willkommen zum dritten Video der Reihe zu Funktionsgraphen. Heute wird es richtig hands-on, weil wir uns direkt anschauen, wie können wir Funktionsgraphen vertikal verschieben und skalieren. Als erstes würde ich aber ganz gerne die Aufgabe vom letzten Mal noch auflösen. Und zwar hatten wir hier zwei Funktionen, f und g, und wir setzen die eine in die andere ein. Die Funktion g ist gegeben durch x Quadrat und die setzen wir in die Funktion Punkt, Punkt, Punkt minus 2 ein. Erhalten also so die Funktion f von g von x gleich x² minus 2. Um den Graphen von dieser Funktion zu betrachten, habe ich zuerst einmal eine Wertetabelle gemacht mit drei Spalten. Wir sehen, auf der linken Seite habe ich zwei Werte für x ausgesucht, in dem Fall 1 und 2. In der mittleren Spalte stehen die Funktionswerte von g, also die Quadrate der Zahlen links. Und zu guter Letzt setze ich diese Werte dann in die Funktion f ein, ziehe also jeweils 2 ab. Die kann man natürlich jetzt als Punkte in einem Koordinatensystem zeichnen. Das sieht so aus und ich habe auch gleich die zugehörigen kompletten Graphen dazu gezeichnet. Wie ihr sehen könnt, in blau die Funktion g ist gleich x² und in orange die Funktion x² minus 2. Das heißt, jeder Funktionswert der orangen Funktion ist um 2 weniger als der der blauen Funktion direkt darüber. Man sieht es zum Beispiel hier gut am Punkt 1, 1, der am Graphen von g liegt. Und ziehe ich jetzt von diesem Wert, von dem y-Wert 2 ab, bekomme ich den Funktionswert von f von g von x, also den Punkt auf der orangen Kurve. Ein zweites Beispiel wäre an der Stelle x gleich 2, da hätte ich eben den Punkt 2, 4 auf der blauen Kurve und auf der orangen Kurve ist wiederum der y-Wert 2 weniger. Gut, das war mein erstes Einführungsbeispiel und jetzt schauen wir uns gleich ein zweites an. Bei diesem hier bist aber du selbst gefragt. Sieh dir bitte die Aufgabenstellung gut durch, pausiere das Video und versuche selbst den Lückentext zu füllen und den Funktionsgraphen, den gesuchten, zu finden. Viel Erfolg! So, lösen wir das Ganze gleich auf. Wir haben hier, wenn wir die Aufgabenstellung noch einmal betrachten, eine Funktion f gegeben durch ihren Funktionsgraphen und sehen, der grüne Funktionsgraph von der Funktion g, der ist nach oben verschoben gegenüber von f. Wir können hier, wenn wir zwei Punkte vergleichen, zum Beispiel an der Stelle x gleich 4, sehen wir, der Funktionswert von f ist gleich 3 und von der Funktion g ist er gleich 4, also liegt 1 darüber. Und wenn wir die restlichen Punkte auch noch untersuchen, werden wir draufkommen, das ist immer so. Zum Beispiel hier an der Stelle x gleich 0 hat die blaue Funktion den Wert minus 3 und die grüne Funktion den Funktionswert minus 2. Also es liegen überall die Punkte genau um 1 senkrecht entfernt. Wir können also zusammenfassen, der Graph von g entsteht durch Verschiebung des Graphen von f um 1 nach oben. Und wie wir schon im Beispiel zuvor gesehen haben, können wir das dann schreiben als g von x gleich f von x plus 1, ganz einfach. Ja? So, die zweite Aufgabe ist sicher etwas interessanter. Da muss man nämlich selber einen Funktionsgraph zeichnen, und zwar den Funktionsgraph der Funktion h, die wir bekommen, wenn wir von den Funktionswerten von f immer 2 abziehen. Das heißt, wenn wir da jetzt vergleichen, wir bekommen also Funktionswerte, die immer um 2 niedriger sind als bei f. Zum Beispiel, wenn wir hier an die Stelle 3 schauen, x gleich 3, ja, da ist der Funktionswert von f auch 3, aber der Funktionswert von h muss dann um 2 geringer sein, also bei 1. Wir können das für mehrere Punkte machen, damit wir eine gute Orientierung haben. Zum Beispiel hier auch noch oder hier, so wie hier oder hier. Und diese Punkte geben uns dann die Orientierung, wie der Funktionsgraph aussieht. Natürlich, es wird ja da nichts verzerrt, sondern der Funktionsgraph nur verschoben, das heißt, die Gestalt bleibt dieselbe. So, also das wäre jetzt der Funktionsgraph von h. Wir fassen das noch einmal zusammen in einem kleinen Merkfeld. Was passiert, wenn wir die Funktionen verschieben wollen? Wir können das beschreiben mit so einem Parameter, ich nenne ihn jetzt hier d. Und je nachdem, ob wir den addieren oder subtrahieren, können wir den Graphen eben um diese Einheit d nach oben oder nach unten verschieben. Also wenn wir nach oben verschieben wollen, müssen wir addieren und eben
subtrahieren, wenn wir nach unten verschieben wollen. Eine Sache, die vielleicht hier noch eine Rolle spielt, man kann sich vorstellen, die Nullstellen von der Funktion, die werden dann zu D-Stellen. Also zum Beispiel, wenn wir hier die Funktion f anschauen, die hat ihre Nullstelle bei 1,5 und bei x gleich 1,5 hat die Funktion g den Wert 1, ja, weil dieser Parameter d hier 1 ist. Es wird also um 1 addiert zur ganzen Funktion. Weiter geht es jetzt mit einem verwandten Thema, und zwar den Skalierungen. Auch in vertikale Richtung vorerst einmal. Und wir sehen hier, wir haben schon wieder zwei Funktionsgraphen, die irgendwie ausschauen wie Streckungen voneinander. Lies dir bitte die Aufgabenstellung auch hier gut durch und versuch selbst einmal diese gesuchten Funktionen und zugehörigen Funktionsgraphen zu finden. Ja, dann lass uns das gleich auflösen. Gegeben ist, dass die Funktion g überall Funktionswerte hat, die doppelt so groß sind wie jene von f. Das können wir auch direkt am Graphen überprüfen, also in der Darstellung des Graphen. Zum Beispiel an der Stelle minus 3 hätten wir den Funktionswert von f 2. Und jener von g ist 4, also doppelt so groß. Und das können wir direkt in eine Funktionsgleichung umwandeln, da das ja für jede Stelle x gelten soll. Demnach g von x ist 2 mal f von x. Ja? An jeder Stelle x gilt das. Die zweite Aufgabe ist etwas interessanter, weil da geht es darum, dass wir einen Funktionsgraph selber zeichnen. Hier gleich dazu. Und gegeben ist, dass eine Funktion h eben halb so große Funktionswerte haben soll wie die Funktion f. Ganz analog können wir die Funktionsgleichung hinschreiben als ein halb mal f von x an jeder Stelle von x und eben dann auch die entsprechenden Punkte einzeichnen. Wir erinnern uns, die Funktionsgraphen, die haben ja eine Struktur x und dann der Funktionswert. Und das wäre in dem Fall der Funktionswert ein halb mal f von x. So sehen die Elemente des Graphen von h in dem Fall aus. Und somit können wir eben diese Punkte konstruieren. Fangen wir gleich an mit der Stelle minus 3. Da hätten wir den halben Funktionswert von f, der war 2, also von h ist dann der Funktionswert 1 und es gibt uns diesen Punkt hier. Wir können ganz analog natürlich so weitermachen. Ich mache das jetzt an ein paar Stellen und habe somit einen guten Anhaltspunkt, wie diese Kurve auszusehen hat. Die hat ja natürlich wieder diese Zickzackform, ist aber zusammengestaucht. Was jetzt vielleicht noch eine Bemerkung wert ist, dass die Nullstellen Nullstellen bleiben. Also hier hätte ich eine Nullstelle bei minus 4, hier bei minus 2, habe zwar ein bisschen schlecht gezeichnet, aber das ist in allen drei Fällen eine Nullstelle und auch hier bei x gleich 0. Warum? Weil natürlich ein Vielfaches von 0 wiederum 0 ist. Wenn wir das Ganze jetzt noch zusammenfassen wollen, wie wir diese Veränderungen vornehmen können, da gibt es wieder so eine kleine Merkbox und sehen, da kommt der Parameter a vor. Und dieser Parameter a, der beschreibt im Wesentlichen die Streckung oder Stauchung. Wenn dieser größer ist als 1, dann strecken wir den Graphen, also wir haben eine Streckung. Und umgekehrt, wenn wir einen Parameterwert zwischen 0 und 1 haben, haben wir eine Stauchung. Jeder Funktionswert wird also kleiner, behält aber dasselbe Vorzeichen. Ja, das waren einmal die wichtigsten Dinge. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal in Aktion an bei einer Winkelfunktion. Weil bei den Winkelfunktionen spielt es dann tatsächlich eine sehr große Rolle, auch im Hinblick auf die Physik. Beginnen tun wir jetzt hier einfach mit der ganz normalen Sinusfunktion und ihrem Funktionsgraphen. Wir können die jetzt natürlich ganz analog zu vorher verschieben und strecken. In diesem Beispiel verschieben wir die eben einmal um 1,5 nach oben, also addieren wir zu den Funktionswerten diesen Wert 1,5, zu allen Funktionswerten. Und wir bekommen dann auch diese neue Ruhelage. Wir sehen bei y gleich 1,5, das ist im Prinzip die vertikale Stelle, wo früher unsere Achse war. Also unsere Nullstellen sind quasi zu 1,5 Stellen geworden. Man nennt das eben in der Physik, nennt man das Ruhelage. Wenn wir jetzt eine Streckung produzieren wollen, in unserem Beispiel um den Faktor 2,
müssen wir ganz analog zu vorher eben alle Funktionswerte mit 2 multiplizieren. Beispielsweise bei x gleich pi halbe bekommen wir den Funktionswert 2 anstelle von 1. Gut, wir sehen natürlich wieder, die Nullstellen bleiben hier, wiederum Nullstellen bei der Streckung. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen können daraus und habe auch noch eine kleine Aufgabe für dich, die sich direkt auf den Funktionsgraph von p, das ist die grüne Funktion, hier beziehen. Und zwar würde ich ganz gerne dir vorschlagen, dass du eine Funktion q findest, die um 1 erhöht wird, also wo die Funktionswerte um 1 erhöht werden hier von der Funktion p. Und probiere auch einmal eine Funktion s zu finden, bei der die Funktionswerte um den Faktor 3 halbe gestreckt werden. Kontrollieren kannst du das mit GeoGebra. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Video.